anfangen, indem das... Resi! Sag mal, Bleninger, was plärst jetzt du gleich wieder dazwischen? Ja, du wirst aber nicht glauben, dass ich so eine Versammlung ohne ein Maß Bier abhalten werde, nicht? Ja, schaff, es gibt doch wirklich was Wichtiges auf der Welt, als dein Deppmanns Bier. Abgesehen davon hältst ja nicht du die Versammlung ab, sondern ich. Das meinst du aber auch gerade du, Lotterer, gell? Was? Was meinst aber auch gerade ich? He? Willst du vielleicht bezweifeln, dass ich derjenige bin, der diese Versammlung einberufen hat und der sich deshalb auch abholt? Nein, das möchte ich nicht bezweifeln. Aber das, was wichtiger ist, als ein Maß Bier bei einer Versammlung gibt, das möchte ich bezweifeln. Ich muss schon sagen, ohne ein Bier ist schon sakrisch schwarz um den Tisch kriegen. Und das muss ich als Gemeinderat auch schließlich wissen, nicht wahr? Herrschaft, es geht um das Wohl unserer Gemeinde. Da haben so Lapper, die sagen, wir euer Bier wirklich nichts verloren. Abgesehen davon habe ich euch was wirklich Wichtiges zum Verzeihen. Lapper, die sagen, dass ihr zu unserem Bier sagen. Dein Schmarrn, den kennen wir schon, Natterer. Also, ohne ihr Bier geht gar nichts. Resi, wo bleibst denn? Ja, was schreinst du denn so? Sag einmal, wie redst denn du mit mir, ha? Jetzt möchte ich schon mal wissen, wer da drin gesungen hat, was? Ja, sie natürlich. Ja. Wie allerweil, wenn eine Frau nicht da ist. Schau, wie Bleninger dies hat gesessen. Sag einmal, wo ist denn dein Alte überhaupt? Bei ihrer Schwester auf 14 Tage. Und jetzt bring ein Bier, aber ein bisschen schnell, weil sonst wird er noch bätzig. Ja, ja, ist ja schon gut. Also noch vier was? Nein, für mich nicht. Ich muss einen klaren Kopf haben für wichtigere Sachen. Weil das schon auch was wichtig sein wird. Na, jetzt geh schon zu und bring das Bier. Ja, ist ja schon gut. Also nachher gerade drei Mass. Gehst du? Ja. Ja. Diese Resi bloß umeinander läuft sowas von geschlampert. Ja, ja, ja. Und Fech und Goscher ist noch dazu. Das muss sich dann noch ändern. Du, das sag ich dir gleich, gell? Meine Bediensteten, die lässt man du in Ruhe. Da hast du gar nichts zum Sagen, wenn du der neue Vorsitzende von dem neuen Verein da bist. Aber in meinem Haus, da bestimmt schon immer nur ich, was passiert und was nicht passiert, gell? Schon eher was nicht passiert, Bleninger, gell? Jawohl, ich bin der ordnungsgemäß gewählte Vorsitzende von dem Verein. Dass du das einmal einsiehst, da ist schon einiges gewonnen damit. So, dass wir jetzt auf den Grund von der Versammlung kommen. So, da habt ihr jetzt euer Bier. Zum Wohlsein. Geht's grad endlich. Ich bin ja schon halber dann verdursten. Ganz ein trockener Hals hab ich schon flattert, die ist grün. Und ihr, stell sie nachher. Prost, mein Land. Prost, mein Land. Habt ihr es dann bald, dass wir endlich anfangen können? Du wirst es erwarten, Natterer, gell? Das war jetzt gut, he? Also, Herr Vorsitzender, was hast du uns jetzt also so Wichtiges zum sagen, he? Wir sind ganz Ohr. Also, werte Anwesende, werte Damen und Herren. Welche nicht Damen? Bei uns im Dorf, da gibt's keine Damen. Und da am Tisch hocken schon gleich gar keine. Mein Bleninger, das sagt man so wegen der Höflichkeit, verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht. Weil ich sage ja auch nicht Prost, wenn ich gar keinen Kruger daheim hab. So ein Schlagel. Also, auf jeden Fall, werte Anwesende. Also? Ja, also, wir sind wir heute zusammengekommen, dass wir über die Zukunft von unserem Dorf reden. Wie ihr alle wisst, haben wir in Alteich seit neuestem einen Eisenbahnanschluss. Ja. Ja, das heißt, wir sind an das Schienennetz und somit an die große, weite Welt angeschlossen. Allerdings bedeutet das einerseits Verantwortung und Pflichterfüllung, andererseits auch ein Haufen Geld für uns, wenn wir es bloß richtig anpacken. Wir so ein Geld? Kriegen wir leicht mehr von der Eisenbahn ein Geld? Ach, doch nicht von der Eisenbahn, nein, aber von den Leuten, die mit der Eisenbahn kommen. Hä? Ja, von den Sommerfrischler. Ah. Aber bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Sommerfrischler nicht gesehen, nicht wahr? Aber das ist ja das, was ich immer sag. Kommen wir durch keiner zu uns, höchstens weg von der. Und wir werden es halt erleben, dass sogar die Alteicher am Sonntag umeinander rasen und nicht mehr da bleiben, wo sie hinkommen.
Bei dir in der Wirtschaft meinst du wohl Pläninger, weil du deinen Krumm nicht vollkriegen kannst, ha? Was willst du damit sagen, ha? Pilatz, ha? Dass du ein Ruch bist, das will ich damit sagen. Und dir gebe ich gleich einen Ruch, gell? Du windig Schneider, du windig, gell? Jetzt ist zwei jetzt nicht auf, ha? Zum Raffen ist nachher noch genug Zeit. Jetzt wird erst einmal diskutiert. Also! Prost! Aber das mit dem Ruhr nimmst du zurück, Schneider, gell? Und du das mit dem windigen Schneiderl, Posthalter. Prost! Prost! Also, dann könnten wir ja jetzt vielleicht weitermachen, ne? Ich habe also, um Alteich bekannt zu machen, Annoncen in große Zeitungen hineinsetzen lassen. Hm? Und darin quasi die Vorzüge von unserem Dorf angepriesen. Als Perle des Voralpenlandes. Und unsere Heilbäder, die habe ich ganz besonders hervorgehoben. Heilbäder? Was denn für Heilbäder? Wo haben wir denn mir Heilbäder? Ja, wo haben wir denn mir Heilbäder? Überall vor unseren Nasen. Ja, unser Fluss, der hat dermaßen viel Eisenocker, Eisenkarbonat und Eisenphosphat. Und das ist alles so gesund, dass wir einen Haufen Heilbäder aufmachen könnten. Ja, das habe ich mir vom Apotheker Peichelmeier bescheinigen lassen. Vorerst haben wir aber gerade einmal zwei. Eins drunt an der Schwemm und das andere am Lauch. Am Lauch und an der Schwemm? Das ist alles auf meinem Grund. Ja, weil das die besten Plätze sind, Plenninger. Übrigens, Badehütten habe ich auch schon aufstehen lassen, weil wen dann der Ansturm. Was hast du? Ja. Badehütten hat er aufstehen lassen. Ja. Auf meinem Grund, ja, und Boden. Ohne mich zum Fragen. Ja, was bei Sand war, mit dem Schreiner habe ich schon geredet. Der hat gesagt, mit der Rechnung wartet er auch noch ein bisschen und er macht seine Gage und daher weiß, dass du bist. Ja, zahlen muss ich auch noch dafür. Ja, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Du spinnst denn, du hast ja einen Vogel. Also, weißt du, Pläninger, wenn wir wirklich so ein gutes Wasser haben, nachher darfst du dir den Fortschritt auch nicht entgegenstellen. Nein. Geh, was sind denn da schon ein paar Mageln? He? Genau, das finde ich auch. Was sind denn da schon ein paar Mageln? He? Das werd ich schon nicht auf den Hund bringen. Ach so, ein Schmarrn, ja, eng schau, da. Enger Geld ist er nicht, was? Ach so, saut um der Herrin. Resi, bring mir noch ein Bier. Diese! Aber bloß ein halbe, gell? Bei mir kann ich mir nicht mehr leisten. Mein Prost, mir kommen ja gleich die Tränen. Du armer Teufel, du mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Du verdienst doch dann einen Haufen Geld mit dem Eintritt in die Badeanstalt und in die Badehütten. Aber das sag ich dir gleich, gell. Das, was nicht wahr ist, das mit dem Verdiener, dann dreh ich dir deinen gefalterten Hals um, Herr Vorsitzender. Und das rundum. Resi, doch ein Mass. Mir. Ja. Ja, was ist jetzt noch alles, hä? Ja, und das Geräusch wirst du noch mal am Schwarzen Becken. Das ist der Zug aus Minger, der gerade bei uns im Bahnhof einfährt. Mit einem Haufen Sommerfrischler, ja, ich weiß schon. Ja, du darfst nur nichts übertreiben, Pläninger, gell? Nichts übertreiben, ja? Aber weil wir gerade vom Bahnhof reden, für deinen Mantel habe ich dann gleich eine schöne neue Aufgabe, ja? Der darf die Gäste, die ankommen, am Bahnhof abholen mit seinen Handkarren und darf's in ihre Quartiere bringen. Was ist denn jetzt das wieder für ein Schmarrn? Das tut der ja nie. Ja, dann musst du es ja mal anschaffen. Bist jetzt du der Herr im Haus oder bist das nicht? Freilich bin ich der Herr im Haus. Aber wer das weiß, tut? Ja, schrei ihm halt nachher, dann wirst du das gleich davon. Was meinst du noch? Na, schrei ihm halt nicht. Mattel! Hey, Mattel! Hab ich jetzt ein paar Zeit? Gerade da! Ja, der Herr im Haus. Sofort kommst du ja und das auf der Stelle. Aha! No? Steh um! Ja, wo ist er jetzt? Der Bartl, hä? Der wird schon kommen. Hab's ja schließlich klar und deutlich gesagt, nicht wahr? Am Bahnhof muss er vielleicht dann immer pünktlich sein, ne? Weil sonst haut das nicht hin. Wenn ich ihm sag, dass er kommt, nachher kommt er, nicht?
Der Natterer hat dir was zum Verzeihen. Der Natterer hat mir was zum Verzeihen. Aha, was war das nachher? Jetzt pass mal auf, Martl. Folgendes. Nach Sinn und Unsinn von der Sache darfst du mir jetzt nicht fragen, weil das verstehst du sowieso nicht. Aber im Interesse unserer jungen und aufstrebenden Gemeinde hast du demnächst eine wichtige, ich darf sogar sagen, eine höchst wichtige Aufgabe zu erledigen. Von dir hängt es nämlich ab, ob unsere Gäste wohlbehalten in ihre Quartiere kommen. Was für Gäste? Die, die demnächst scharenweise bei uns am Bahnhof ankommen werden. Die darfst du alle abholen mit einem Handkarren, darfst ihr Gepäck aufladen und darfst das da hinbringen, wo sie hinkehren, in ihre Unterkünfte. Zum Teufel gehört schon alle miteinander und dich in ihre Unterkünfte. Ja. Sag einmal, wie redest jetzt du von unserer Zukunft? Denk doch einmal, Martl, bloß an die vielen hochinteressanten und wichtigen Leute, die du kennenlernst. Das ist ja gut für deine Bildung. Na, was ist das? Ich weiß nur, dass das ein Haufen Arbeit ist. Das ist alles, was ich weiß. Und dass die Geschichte noch mehr Pfiff hat, darfst du dabei das Kappi da aufsetzen, dass die Leute auch gleich erkennen. Na! Was? Nein, dass ich das Grupp nicht aufsetze und abholen tue ich auch keinen. Ich bin ja nicht blöd. Die sollen gefälligst seiner Klump selber herschleppen. Na, und dann sag ich dir noch was, gell? Ich lass mir nicht von einem Hans Wursten so einen Narrenkappen aufsetzen. So, jetzt weißt du, was ich von dir und deiner Sache halt. Ich geh wieder. Ja, sag mal, wie redest jetzt du mit dem Vorsitzenden vom Fremdenverkehrsverein? Ja, wie das verdient hast. Ui, frische Maffe. Also, vierte. Jetzt wissen wir, was der Martl da wollt. Gar nichts. Ja. Das lass aber nicht vor dem Blendinger, gell? Das nicht. Ich kann mir doch meine Autorität nicht unter Kram lassen von seinem Biffe, von seinem Unverschämten. Du nicht meine Bediensteten beleidigen, gell? Ich hab das gesagt. In meine Angelegenheiten hast du dich nicht einzumischen. Es tut mir leid. Da tust mir schon eher du leid, wenn du meinst, dass ich meinem alten Mattl aufsag, gell? Jeder weiß, dass man dir als Bursch aus Leben gerettet hat. Und es hättest du auch gleich denken können, dass der den Blätschare, den damischen, nicht aufhocken wird. Ich muss aber darauf bestehen. Gell, lass mir doch mal Ruhe mit deinem Schmarrn. Prost. 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 Also gut, wenn das so ist, dann werde ich mir in Zukunft einmal genauer überlegen, ob ich auch weiterhin. Jetzt sag nicht etwas, was morgen in der Früh vielleicht bereinkommt, das Natterer. Das muss ich als Gemeinderat ja schließlich wissen. Nicht wahr? Gut. Dann sag ich jetzt gar nichts mehr, außer die Versammlung ist geschlossen. Verabredung. Habe die Ehre. Ich hab einen Mordsdurst gekriegt. Da wären wir jetzt sauber verdurst, wenn uns die Resi kein Bier nicht gebracht hätte, nicht wahr? Nein, er muss halt noch viel dazulernen. Die alte Schaffel über dir. Aber Ideen hat er schon. Das muss man ihm lassen. Ja. Badehütten aufstellen. Ich seh dich schon als Bademeister umeinander laufen, Blendinger, mit einem weißen Anzug und einem Rettungsring um den Hals um ihn. Da wärst du gut ausschauen. Das musst du dir vorstellen, dass ich es umeinander renne und mit so einem Spät der ganzen Gegend mache, was? Ach, so ein Schmarrn. Jetzt muss ich zum Mahlfenster um, ich hab eh schon eine Zeit verloren, damit er. Ich darf dir einen ganz schönen weißen Anzug schneiden, Blendinger. Für dich natürlich ein bisschen günstig, aber bloß ein bisschen günstiger. Lass mir doch mal Ruhe jetzt mit deinem Schmarrn. Ja, da hat er gar nicht so Unrecht, der Natterer, mit seinen Sommerfrischler. Ich könnte mein Geschäft ausbauen, ich könnte vornehme Hosen und Kleider für vornehme Leute schneiden. Alles natürlich ein bisschen teurer wie sonst. Ja, was heißt da ein bisschen teurer? Ja, ganz kräftig könnte ich mit den Preisen aufgehen, weil so ein Sommerfrischler, der hat's ja. Und dann
könnte ein zweites Geschäft aufmachen und dann könnte ein drittes Geschäft aufmachen. Bist das du auch schon deine Schwan, Adam? Bis jetzt ist noch kein einziger Sommerfrischler da. Aber die kämen doch noch, das habe ich im Gespür. Ich schaue jetzt gleich mal meine ganzen Bestände an Stoff durch. Und ein ganz besonderes durch muss ich mir auch noch besorgen. Vierte. Jetzt hat sie es alle erwischt. Und das muss ich als Gemeinderat ja schließlich wissen, nicht wahr? Und kein einziger Sommerfrischling ist da. Und die tun, als ob schon hunderte von denen umeinander hupferten. Rese! Ja? Bring mir ein Maß Bier. Das muss ich jetzt so beschwören. Bring schon da, Xaverli. Watschne. So. Jetzt lasst das schmecken. Zum Wohlsein. Endlich sind wir losgegangen. Hat ja lang genug gedauert, bis die anderen alle dahin waren. Ja, du bist jetzt nachher du froh, dass wir zwei da los sind. Mei, so halt. Mei, so halt. Der Name ist schon recht. Kommst jetzt du eigentlich gern zu uns her, Xaverli? Ja, schon. Wirklich? Und warum? Na, warum? So eine saublöde Frage, weil sie das beste Bier auf 2030. Ach so. Ja, ja, das schon. Und warum noch? Xaverli. Und warum noch? Hm? Ja, weil ich da immer eine gewisse Person antriff. Gegen Xaverli. Ja, das ist schon wahr. Und die Person, die siege halt meinen Lebtag recht gern. Gegen Xaverli. Ja, die Person, die siege ich so gern, dass ich es am liebsten jeden Tag singen möchte. Und wenn's gern hat, natürlich jeden auf die Nacht. Was? Auf die Nacht auch noch? Ach, gegen Xaverli, das geht doch nicht. Du bist vielleicht ein wilder Teufel, du. Ja, warum nachher nicht? Das wäre doch gelacht, wenn das nicht gegangen ist. Okay. Was darf denn da der Posthalter dazu sagen? Warum? Der weiß doch das schon. Ah, was? Du hast schon geredet mit ihm, hä? Also brauch ich ja gar nicht reden mit ihm. Das kennt doch jeder. Hä? Ah, jeder kennt das schon. Ja, alle. Ah, drum schaut mit die Mülltaler Fanny immer so neidig an. Jetzt weiß ich warum. Nein, hoffentlich zerreißt sie die neidige Amsel, die neidige. Was hat jetzt die Mülltaler Fanny mit mir in der Mattel zu tun? Wieso Mattel? Ja, weil ich die ganze Zeit vom Mattel rede, von meinem besten Spezi. Vom Mattel redst du? Ja, Fräule, was hast du nicht bei dir gemeint? Ich? Ja. Ich hab überhaupt nichts gemeint. Du schlechter Kerl, du ganz schlechter. Ja, mir gängst. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich heimgehe, weil da wär's mir ein bisschen zu gefährlich. Hallo, hallo, hallo. Ja, da ist ja scheinbar. Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, hey, was ist denn da? Ja, mir trifft der Schlag. Steht sie da drin und schnalzt von einem Taschentürchen ins andere und lasst mich da warten. Ja, hey, Herrgott, was ist denn da eigentlich? Ja, ist denn in der Kalumpen keine Bedienung da? Was ist denn? Ja, dann kommen Sie ein bisschen raus, gnädiges Fräulein, sind so gut. Und da heim ich auch noch was. Wollt ihr halbe oder ein Maß? Nix will ich. Ein Zimmer will ich. Ein Zimmer? Ja, muss ich das jetzt nur ein paar Mal sagen? Ja, was stellen Sie denn so an? Steffi! Was? Du, da ist einer. Ein Herr, der möchte ein Zimmer. Ein Zimmer? Ja, was ist denn das für eine Wirtschaft? Oh mein. Ja, die Wirtin, die ist nicht da und ein Bett wird auch noch ganz überzogen sein. Also, ich möchte mich doch Nachmittag um 5 Uhr nicht in mein Bett legen. Ein Zimmer möchte ich. Mein Gepäck möchte ich hineinstellen. Ja, hier müsst ihr laudern. Ja, mei, wenn halt wirklich nicht da ist. Rese, wo bist du? Ah, Gott sei Dank. Der Herr Posthalter persönlich, gell? Moment! Ein
Was machst du denn schon wieder? Ich hab keine Zeit nicht. Da ist einer. Der möchte ein Zimmer. Was möchte der? Ein Zimmer? Ja, ich würde gern bei Ihnen wohnen. Aber das ist ja scheinbar mit solchen Schwierigkeiten verbunden. Nein. Ein Zimmer. Ja, Resi genau und richte dem Herrn ein Zimmer her. Ich bin bei kein Zimmermädel, gell? Ich bin eine Bedienung. Halt dein Mai und richte das Zimmer zum Garten her. Ja, sofort! Ja, brauchst du jetzt auch nicht gleich so grob werden. Sautreiber! Sind Sie gewiss ein Geschäftsreisender, gell? Nein, ich bin zu meinem Vergnügen da. Das heißt, wenn es da überhaupt zu Vergnügen werden kann. Ja, Sie haben doch Ihre Wirtschaft als Sommerfrischen ausschreiben lassen. Ja, mich was gehört. Ein Sommerfrischler. Ja, ein Sommerfrischler, wenn es erlaubt ist. Schon? Und mir gefällt. Aber bisher sehe ich da nicht recht viel. Ja, sagen Sie mal, haben Sie denn keinen Hausknecht, der mir meinen Koffer aufs Zimmer tragen kann, wenn ich schon allein zu Fuß vom Bahnhof dahergehen muss? Na, freilich haben wir einen Hausknecht. Den besten haben wir sogar. Mattel, geh weiter, gib mir mal! Ja, Herr, was ist denn heute los? Ach so, jetzt schneiden wir schon zum zweiten Mal. Sind Sie einer da schon sicher, dass das ein Hausknecht war, der gerade die patzige Antwort gegeben hat? Ja, ganz sicher. Ich kenn doch ein Mattel seine Stimme. Was gibt's? Mattel, du, das ist der Herr, wie ist denn gleich ein Name? Josef Dierl, Oberinspektor aus München. Das ist der Herr Dings. Dierl. Josef Dierl, Oberinspektor aus München. Oberinspektor ist er. Hast du das gehört? Also, Mattel, trag dem Herrn seinen Koffer in das Zimmer auf zum Garten. Aber vorsichtig, gell? Was soll? Ja, den Koffer da, den sollst du dem Herrn nachtragen, nicht? Den Koffer da? Ja, den Koffer da! Warum tragt er den jetzt so auf? Also wirklich, ich muss schon sehr bitten. Ja. Herr Brenninger, sehr bitten. Ja, wissen Sie, er ist heute ein bisschen schlecht beieinander, gell? Ja, Kopfweh hat er, gell? Kopfweh. Was, Bobby? Ich hab doch kein Kopfweh. Mir geht's ausgezeichnet. Fragen wir mal, ob das alles ist, was er hat, da oben am Bahnhof noch mehr. Nur keine Angst! Das ist mein einziges Gepäckstück. Also auf jetzt, ein Mattel! Ja, meinst du aber nicht, dass das zur Gewohnheit wird, gell? Das hätte ich für dicke. Sag ihm, dass er mir nachgehen soll, sonst findet er einen Weg nicht. Also, Herr Dierl, ging es meinem Hausknecht nachher, zeigt er das Zimmer, gell? Der ist schon sehr eigenartig, ein Hausknecht, das muss ich euch schon sagen. Na ja, er ist halt schüchtern, ne? Ein bisschen schüchtern ist er nur, aber das legt sich auch schon mit der Zeit. So, schüchtern? Na ja, ich weiß nicht, aber ich lass mich ja gern überraschen. Ja. Oh, Herr Dierl, das freut mich, Dierl. So, was Menschen. Ja, mich hast gehaut. Wer hätte sich denn das gedacht, dass sie da zu uns oder her verirrt? Der Natterer, der dreht durch, wenn er das hört. Leninger! Hat schon der Front. Leninger! Ja, was ist? Hab ich eine Beerdigung versammelt? Beerdigung? Wieso Beerdigung? Ja, ein schwarzer Anzug, ein Blärmestrauß. Also, Herrschaft, dir fällt auch wirklich ein jedes Gefühl für die großen Augenblicke im Leben. Nix da Beerdigung. Wegen unserem ersten Sommergast ist es, wegen dem erhabensten Augenblick in unserer Gemeinde. Woher weißt denn jetzt du das schon wieder? Ja, der Bahnhofsvorsteher hat mir's ausrichten lassen. Also, wo ist er? Ja, wo wird er denn schon sein? Das Zimmer ist halt auf mit dem Mattel. Was? Mit dem Mattel? Ja, sag mal, bist denn du nicht noch gescheiter? Du kannst doch unseren ersten Gast nicht mit dem Mantel aufs Zimmer gehen lassen. Das gibt doch eine Katastrophe. Blendiger, komm, geh einer nach, schau, dass du noch runterbringst, den Gast, dass ich einmal Aufwartung machen kann. Ja, schnell, Blendiger, schnell. Ja, wenn's du meinst, nachher tu ihn halt. Ja. Hochwohlgeborene Eminenz. Das ist ja Schmarrn. Werte durchlaucht von edlem Blute. Die ganze Welt schaut stolz auf mich herab,
also auf Ihnen herab vom hohen Himmelszelt. Herrschaft, ich hab tatsächlich meine Rede vergessen, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt sehr geehrter, sehnlichst erwarteter erster und bisher einzigster Gast, als Vorsitzender des hiesigen Fremdenverzehrs, Verkehrsvereins, darf ich Ihnen auf das Herzlichste begrüßen. Wir haben keine Kosten und keine Mühen nicht gescheut, dass wir Ihnen hierher bekommen. Und seien Sie sicher, Ihr Aufenthalt hier bei uns wird Ihnen unvergesslich bleiben. Ihnen zu Ehren habe ich es mir nicht nehmen lassen, dass ich Ihnen eine Dichtung dichte. Die Berge rufen weit ins Land hinein, ihr Sommerfrischler sollt willkommen sein. Auf dass sie viele schöne Tage hier verleben, darf diesen Strauß von Blumen ich Ihnen übergeben. Also ich muss schon sagen, ich bin sprachlos. Na ja, der spielt ja, der Natterer. So, sind schon fertig, Herr Inspektor? Fräulein Riese, entschuldigen Sie. Oberinspektor. Ich bin Oberinspektor. Ja, das macht er nichts. Da brauchen Sie einen nicht entschuldigen, gell? Das kann auch jedem passieren. Sie brauchen einmal die Marmelato. Da war unser Chef, der hat auch einen Hunger. So, Ihr Chef, der hat auch einen Hunger. Ja, haben Sie den Kurzwortschüssel, wo Sie die Marmelade rein da können? Ja, freilich haben wir das. Aber der Chef in unserer Köchin, der passt das nicht. Ja, weil da häuft sie ja die Arbeit so. Sonst. Ja, mein, wenn wir an jeden eine extra Schüssel gaben, ja, da gaben sie ja so viel zum Abspülen, sagt Seffi. Ach so, ja, ja, ich verstehe schon. Ja, dann also in Gottes Namen, dann nehmen wir's halt, das Marmeladenschüssel. Muss ich Ihnen meine Kaffeetasse auch gleich mitgeben? Nein, die dürfen schon nur in Ruhe austrinken, Herr Inspektor, gell? Bei mir vom Haus, wir nehmen ja unsere Tasse immer eine ganze Woche her. Ja, weil Zeffi meint, dass... Dass es uns so viel zum Abspülen hätte, ja, das ja. Ist mir schon klar. Ja. Fräulein Riesi, sagen Sie doch Ihrem Chef, dass ich heute den ganzen Tag nicht da bin. Ja. Weil ich möchte mir ein bisschen die Gegend anschauen. Ja. Ich komme dann erst auf die Nacht wieder. Ist schon recht, ich werde es ihm ausrichten, gell? So. So eine, wenn ich mein Amt hätte, dann habe ich die Ehre. Gut, die mir vor mir einfällt. Ein Hof und ein Garten soll ich zusammenkehren. Die sind noch dafür. Die sind noch nie da gewesen. Von allem ist nur das adamische Grammerbeutel schuld, aber da wischen, wenn ich tue. Da kannst du nicht aufpassen. Ja, nein. Bin's ja in meiner Arbeit sitzen, gell? Ja, ich hab so ein Blut, ich komm da gleich. Jetzt beruhigen Sie einen doch, Herr Marschall. Was beruhigen? Wer beruhigen und warum? Die sehen da auch nichts. Darum muss ich auch zusammenkehren. Ja, Sie haben ja keine Ahnung, haben Sie nicht. Seit gestern Abend hat der Posthalter schon zum dritten Mal geschrieben. Gerade Seissen hatte ich mich. Und wer ist schuld, hä? Ich frag Sie, wer ist schuld? Ja, ich doch nicht. Ich hab doch damit nichts zu tun. Ja, da die Prädikanten, die aufsetzen Sie. Immer wieder fragt er mich, ob ich es nicht doch einmal probieren möchte. Nein, aber ich tue es nicht. Ich mach doch im Dorf keinen Hans Wursten aus mir. Nein, Himmelkreis. Ja, ich werd dann mal wieder. Doch! Natterer, da hast du das! Und das ist für dein Narrenkappen, du
Du frommer Wascher, du Windiger! Jetzt ist mir besser. Jetzt ist Zeit für den Schmein. Das ist ja eine Unverschämtheit! Das ist ja unerhört! Ich habe es satt, mich von dir und Stine quälen zu lassen. Also ohne Quälen. Aber Mutti! Jawohl, quälen und peinigen. Das fällt mir doch überhaupt nicht ein. Ich mach da einfach nicht mehr mit. Wir nehmen den nächsten Zug nach Hause. Also ich zumindest. Und ihr könnt ja tun, was ihr für gut befindet. Aber Karinchen, nur beruhige dir doch mal. Ich soll mir beruhigen? Nicht mal einen Träger für unser Gepäck haben sie uns geschickt. Und dann dieser staubige Weg hier rauf. Und diese entsetzlichen Leute von hier, wie die mit die Augen gerollt haben, als ob wir von einem anderen Stern wären. Und dieser entsetzliche Bummelzug, dreckig und rußig. Aber Mutti, das sind eben richtige Naturburschen, kräftig und urwüchsig. Nicht so eine Käsien-Pickel-Gesichter wie bei uns in Berlin. Stine! Und in dem Zug haben sie ihn richtig jeden Ofen drin gehabt und edle Holzbänke. Nö, Karline, du sollst nicht ewig kritisieren. Wo man solche Züge hat, da lass dir ruhig nieder. Das ist noch Biedersinn und Bodenständigkeit. Nur schwing hier keine große... Mensch! Justafchen, wenn ich nun schon hier bleiben soll, aber nur unter Protest, Justaf, dann mach endlich, dass unser Gepäck vom Bahnhof geholt wird. Aber das sag ich dir, wenn du mir noch einmal Pi sagst, dann reise ich sofort ab. Ja, Vati, mach mal hinne und mumble nicht. Und dann erwarte ich von dir, dass du diesem Wirt von hier mal so richtig die Meinung jagst, von welchem Gepäck und so. Na gut, dann mach ich jetzt mal Nägel mit Köppen. Ihn haben sie wohl mit dem Klammerbeutel gepudert, ne? Da wird ja der Hund in eine Pfanne verrückt, von uns ganz zu schweigen. Hey, am Schabo. Ja, morgen sieht, dass ich mich wegen gerne zurückholt, ha? Soll ich mich vielleicht zerreißen? Was hat der gesagt? Nicht verstanden. Ihr seht doch nicht, was das Geplapper uns so bedeuten hat. Ah, um Gottes Willen, Karlinchen! Ja, mei, umdroschen hat es halt, gell? Ja, ist anscheinend ein bisschen schwach mit den Nerven, einer Weiberl. Da hilft nur eine kräftige Prise. Dann wedeln Sie mal, dass eine Prise mit dem Ruf kommt. Na, freilich, unter was? Wedeln werde ich auch noch wegen der. Der Donati kriegt jetzt einen Schmei und der bricht es wieder zusammen. Backen, backen! Ziehen Sie leider und holen Sie augenblicklich den Wirt von diesem Etablissement hier. Ja, von mir aus, wenn's drauf geht, soll mir ist das wurscht. Hey, Posthalter! Hey, Prediger! Komm raus! Lieber Besuch ist da. Oh Jott, wo bin ich denn hier gelandet? Ist denn alles in Ordnung mit mir? Ruhe dir, meine Kleine, bist ein bisschen nervös geworden. Ach so. Ist nicht so schlimm. Was machst du denn schon wieder? Ich hab keine Zeit nicht. Sie sind also der Posthalter und so genannte Wirt von hier, ja? Ich bin der Posthalter und der Wirt von da, jawohl. So, dann will ich Ihnen jetzt mal was flüstern. Wenn Sie schon Ihren famosen voralten Kurort ausschreiben, wenn Sie schon das Geld für Inserate ausheben und darin Ihr Schwindelgebirge als Alten anpreisen, dann können Sie sich auch den Luxus leisten und Ihren Hoteldiener auf die Bahn schicken. Ich hab morgen die... Jetzt machen Sie mal eine Pause, jetzt red ich. Das ist nämlich kein Anstand. Wenn man Gäste anlockt und dann lässt man sie auf dem zugigen Bahnhof stehen und zwingt die Damen zu Fuß die staubige Straße hier rauf zu paddeln. Das können Sie mit Ihren Rabattträger machen, aber nicht mit Damen. Diesen Mindestgrad an Kultur sollten Sie schon noch lernen, Sie Ureinwohner. Jawohl, Gustav, immer feste drauf. Also, jetzt machen Sie mal eine Pause, jetzt red icke. Also, um das Ganze sozusagen auf den Punkt zu bringen, wer holt denn nur unser Gepäck vom Bahnhof ab?
Oder erwarten Sie etwa, dass wir mit unserer Schubkarre hier aufkutschieren? Das kann doch wirklich keiner von uns verlangen, wa? Ja, na, Gepäck, das wird dann später der Mantel. Mantel, da bleibst du. Herrschaft, hier haben wir's nicht. Aber Pleninger, ich hab doch am Schaufel versprochen, dass er am Ruf am Haken wird, seine zwei Kaibin aufzudringen. Und ich mein, die zwei Kaibin, die sind wichtiger als denen, ihr klumper Bahnhof. Verdammt, er sagt, ich hab kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Er holt's dann schon, Erna Gepäck. Was? Die Koffer. Was? Davon hab ich kein Wort gesagt. Im Gegenteil. Ja, aber ging es doch weiter. Ging es in die Stube rein, da kriegen Sie was zu mampfen, ne? Was? Ja, gehen Sie in die Stube hinein, da gibt's dann was zu futtern. Stube und Futter, ja. Das hab ich verstanden. Naja, und das andere mit den Zimmer und so, das klären wir dann später. Ja. Komm, Finger! Ja. Komm, Finger! Ja, Herrschaft Sachsen. Ja, Greiz, Birnbaum und Hollerstauern. Ja, Herrschaftszeiten übereinander. Ach du, was halt, wenn's meinst, dann... Du bist jetzt einmal ganz stark, weil ich muss überlegen. Du, Postwirt, der Geschaufel, der... Ach, Ruhe ist jetzt, Greiz, Birnbaum. Ja, das hilft nix. Mattel, na, bitte nicht. Meinst nicht, dass vielleicht doch... Na, du hast doch selber gesagt, dass das eine Dummheit ist. Bloß weil der Kramer war und das auch schon mehr. Ja, schon, das hab ich gesagt. Das ist aber wahr. Wenn man einmal etwas gesagt hat, dann muss es nachher auch gelten, oder nicht? Ja, schon. Ja, aber ich tue es einfach nicht, dass ich den blöden Blitzschari von dem Manifizkram aufsetze. Ja, ich gehe noch nicht Marschgerö, mitten im Hochsommer. Von mir aus brauchst du ja gar nicht aufsetzen. Aber so auftrauen musst du auch nicht, gleich, wenn ihr die Ohren mal um einen Gefallen bitte. Das könnte so ein Gefallen sein, dass ich euch als Wurst um einen anlaufen müsst. Dann jetzt lass das Song, Mattel. Du brauchst jetzt nicht schimpfen, das können wir doch auch in Ruhe auf dich kehren. Ja. Ich hab die Sache am Anfang auch anders durchgeschaut und hab auf dem Nachtraum sein Gerät überhaupt nichts gegeben. Hey? Ja, aber schon langsam schaut halt die Sache ein bisschen anders aus. Wie anders? Was willst du denn da damit sagen? Naja, es ist halt, weil es kommen Leute. Bei mir sind Schafiere und das können auch jederzeit noch mehr werden, nicht? Was, noch mehr? Ja. Es ist also gar nicht so saudumm, was der Nachtraum gesagt hat. Weil die Leute, die bringen ja Geld, die verzehren was. Da kann der mir den Gefallen doch da, wenn er die Hauen schon extra halt machen lassen. Und Drucker tut's die bestimmt an. In Minger drin, da laufen ein Haufen Hausmeister mit so einer Hauen umeinander. Na ja, in Minger drin, feine, aber bei uns habe ich noch keinen einzigen mit so einer Hauen gesehen. Du vielleicht? Hast du schon mal einen gesehen? Nein, das nicht. Sag einmal, kannst du eigentlich schwimmen? Was? Ob du schwimmen kannst, habe ich dich gefragt. Nicht, wenn ich schwimmen kann. Ich kann schwimmen wie der Fisch. Und was ist schon recht? Ich glaub, was haben wir jetzt das mit der Haut zu tun? Nix, gar nichts. Also das mit der Haut, die probierst du jetzt einmal drum in deiner Stumme und nachher schauen wir wieder weiter. Nein, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit mehr. Und dass man nicht auf die Koffer auf der Bahn vergisst, gell? Ja, dass man nicht auf die Koffer auf der Bahn vergisst, hä? Ich mach jetzt erst einmal Brotzeit, dass du auskennst. Verdammt alles! Kommst du ja nicht mehr dazu. Ja, aber ohne ein Mai voll Bier schmeckt der beste Kass nicht. Oh, Roma, du! Vom Geruch her sehr überreif. Ja, da kann der Martel auch nicht weit sein. Ah, der Schaufel. Was gibt's? Eigentlich nichts. Gewartet hab ich, dass du mir bei den Kaibin hilfst. Ja, mei. Ja, mei. Sakra, sakra. Ja, sakra, sakra. Ja, der Pleninger ist heute unter die Preise gefallen. Mein Lieber, den hat's vielleicht erwuschen. Was, der Pleninger? Das kann er noch denken. Ja, du Mertl. Spannt dir der Pleninger recht ein, hast recht viel Arbeit dazu gekriegt. Na, das glaubst du. Ich komme gar nicht mehr zum Schnaufer. Ah, das ist kein Zustand auf Dauer. Kein Zustand ist das. Mertl, das wirst du aber nicht verhindern können. Dafür wird der Natterer schon sorgen. Du, wenn du nicht Spezi bist, gell? Dann sagst du den Namen nicht mehr, wenn ich dabei bin. Weil sonst drehe ich natürlich. Irgendwas muss ja wohl tun. Irgendwas! Mertl, das wird aber schwer werden, du. Ja, und wenn ich es bei ihm nicht schaffe, dann vielleicht bei unseren Gästen.
Das trifft den hart, wenn die alle wieder abfahren. Ich weiß nicht. Kinder, wenn ich so daran denke, was wir eben alle gegessen haben, dann sage ich nur allerhand Achtung. Und wir dürfen das nicht überstürzen mit der Abreise. Das geht an dich, Karline. Ich weiß, die Hauptschuld trifft mich, weil ich die Gegend hier als Urlaubsort ausgesucht habe. Aber ich hab den Gastgeber doch ganz schön auf Trab gebracht, ne? Ja, das schon, aber ich finde, das mal auf gewisse Ansprüche. Ist gut? Ja. Nicht verzichten kann, Gustav. Kein laufendes Wasser, kein Bad und, naja, du weißt schon, das fehlt auch. Aber Karline, hier sind Heilbäder im Inserate versprochen. Ja. Und was das, naja, du weißt schon, anbelangt, bis vor ein paar Wochen haben wir in Berlin ohne auf dem Donnerbalken gesessen. Ach ja, Party, doch nicht nach dem Essen. Du beruhige dir, Mastine. Hier ja. In dieser urwüchsigen Gegend ist das doch ganz normal, dass die einfach so... Nun lass das Thema doch bitte wirklich beiseite, Gustav. Ja. Das ist unappetitlich. Hast ja recht, Karline. Der Gegenstand ist wirklich zu delikat. Aber ich wollte nur betonen, dass man über gewisse Kleinigkeiten nicht die Hauptsache vergessen soll. Und die Hauptsache ist doch, dass hier alles stimmt. Oh, die Schnitzel groß wie Wagenräder. Und erst die süße Speise, Kinder, einfach ins Haar. Ja, sieh her, ich möchte jetzt ganz gerne mal abkassieren, wenn es leicht ging. Was wollen Sie? An Tiritali möchte ich haben. Ach so, köstlich, diese Ureinwohner, einfach köstlich. Was bekommen Sie denn, du Verehrteste? Ja, also, drei Schnitzel, zweimal 40 und 20 Bedienung, sind 2,60 Mark. So, dann haben Sie drei Suppen gehabt, drei Rahmstrudel, die Kartoffeln, gell? So, zwei halbe und ein Quartel. Und wie viel Brot? Brot? Warum rechnen Sie so viel, Sie wollen? Nee, sagen wir mal, Polese 2 sind 6 Brot. Ah, Polese 2, ja, dann sagen wir mal 24. So. 4 und 6 sind 10, 1 auf, ne? Macht 5 Mark 40. Was? 5 Mark und 40 Pfennig. Hier haben Sie 6 Mark. Stimmt so, Verehrteste. Gewaltig. Sechs Mark. Und Verehrteste hat auch zu einem gesagt. Ja, verrückt. Hast du das gehört, du Biffi? Verehrteste hat er gesagt, gell? Der ist nicht so geschert wie du. Was? Was musst du mir jetzt anmachen, ha? Ich hab doch gar nichts gesagt zu dir, du alte Grampfinne. Jawohl, überhaupt nichts hat er gesagt. Spinner die Spinatwartel. Spinner die. Puh! Mit euch rede ich doch gar nicht mehr. Verehrteste, bitte. Wenn Sie schon reingehen, dann schicken Sie mir doch mal bitte den Wirt raus, ja? Mach ich. Jetzt pass auf, jetzt beißt er den Pleninger wieder. Ja, was ist denn? Ruf halt einmal doch, Klaus. Hey, Pleninger, sollst du mal rauskommen? Da möchte ich reden mit dir. Was blärst denn schon wieder so? Bin ja schon da, Aubi. Ja, sind Sie ja. Hab mich schon. Also, verehrter Herr Posthalter, ich möchte Ihnen vorerst ein Kompliment machen, dass wir mit Ihrer Küche sehr zufrieden waren. Ja. Und ich teile Ihnen deshalb mit, dass wir bleiben. Ja. So. Ja, natürlich nur, wenn Sie Zimmer frei haben, wa? Ja, warum noch nicht? Was? Ja, warum denn noch nicht? Ah, nicht? Nein, wir wollen ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja, und ich hab gesagt, dass die Zimmer frei sind. Hä? Schön, dann wird es also geklärt. Dann werden Sie jetzt wohl auch die Liebenswürdigkeit haben und ihn zur Bahn schicken, der unser Gepäck abholt. Während der Gepäck? Ja, oder kloten Sie denn, wenn nur mit einer Zahnbürste angereist sind? Hä? Ja, hat denn der Mattel nun nicht? Mattel! Ja, Himmel, Herrschaft, schwing deine Hufe und schau, dass der Mann noch vorbeikommt. Ja, ich wollte ja eh grad gehen. Ja, geh mal! Jetzt hat dir aber der Pleninger gebissen. So, nachdem wir doch erklärt werden, wollen wir jetzt mal die Gegend erkunden. Und wie es sich gehört, mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen, wie wir das gelernt haben in Berlin. Karline, Stine. Im Frühtau zu Bergen, wir ziehen alle ab. Im Grünen die Wälder, die Höhen alle ab.
verrückt, so habe ich ja noch nie gesehen. Du, das muss ich mir jetzt anschauen, wie die da aufs Dorf meistern. So was gibt nur einmal in 100 Jahren. Aber Bleninger, hast du die junge Sau nicht gesehen? Ha? Oh, das ist eine Feste, du. Auch wenn sie eine ausländisch ist. Im Freck. Oh, das ist ja noch mal gut gegangen. Mein Lieber, das kostet vielleicht Nerven. Und meine Frau ist nicht da. Einmal, wenn ich es brauche, nachher rumpelt sie zu einer Schwester und lasst mich mit der ganzen Arbeit allein. Ja, das hilft nichts. Wenn es auch schwer fällt, meine Frau, die muss wieder her. Also, Bleninger, schreib ein Telegramm. Herr Postleiter, Herr Postleiter, auf ein Wort. Sie, Herr Dierl, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, in dem das. Ja, also, wie ich die Rösser auf ihrer Weide gesehen habe, da habe ich mir gedacht, fragst den Herrn Bleninger, ob das seine Rösser sind und ob das möglich wäre, dass er mir da eins zum Ausreiten zur Verfügung stellt. Was möchten Sie? Reiten möchten Sie? Hm? Sie, Herr Dierl, ich glaube, da müssen wir noch mal reden. Ja, ja. Gehen wir doch rein. Ist recht, ist recht. Ob das gut geht, das möchte ich bezweifeln. Aber wann er unbedingt meint. Bleninger! Bleninger! Fixes! Ho, ho. Bleninger, so geht's nicht, gell? Hm. Wenn ich nicht zufällig am Bahnhofsvorsteher triff, dann hätte ich's gar nicht erfragt, dass bei dir schon wieder Gäste angekommen sind. Weil dir. Servus, dir ist ja nicht mir wert, dass du mir Nachricht gibst. Ja, das hättest du schon unterfragt, so wird's schon nicht pressieren, was? Ja, ich muss doch einen Überblick bewahren, ich muss doch die Kurlisten führen. Oder wirst du? Na, du vielleicht. Ich weiß nicht. Na, für sowas habe ich überhaupt keine Zeit, gell? Bleninger, hast du einen Krachel für mich? Ja, freilich habe ich einen Krachel für dich, gell? So viel, dass ich's verkaufen muss. Ja, meine Ordnung muss sein, gell? Und dann brauchen wir Formulare, wo man. Verstehst du? Formulare brauchen wir anständige, wo sich die eintreffenden Gäste eintragen. Ja, weil nicht so geschlampert die Fetzen wirst, dass du immer hernimmst. Was ist denn jetzt das schon wieder für ein Schmarrn? Ja, ja, ja. Bei dir ist alles immer bloß ein Schmarrn. Los, deine Einnahme nicht, gell? Wer hat denn die Leute hergebracht? Du vielleicht, hm? Das ist ja schon recht, ich lasse dir ja die Ehre. Ach, sag mal! Ich brauch keine Ehre, ich brauch gerade eine Ordnung. Verstehst? Und diese Formulare, die. Die müssen gedruckt werden. Na, ja, druckst du das halt. Halte doch keiner auf. Haben Sie deine Leute eigentlich schon eingeschrieben? Das kann schon sein. Präsi, bring doch einmal die Formulare von unseren Gästen aus. Was ist? Ja, die Einschreibzettel von unseren Gästen soll es bringen. Aber ein bisschen plötzlich. Glaubst du, so eine Grotte stessen kannst du? Oh. Ja, Kleiniger und. Mit den Heilbädern, da wird's jetzt allmählich auch interessant. Ja. Ja, weil, ja, nicht nur beim Festelbauer, beim Achmüller, beim Rauschenberger auch, da sind jetzt auch Gäste eingetroffen. Ne? Und weil du ja quasi der Begründer und der Besitzer von den Heilbädern bist, da musst du jetzt du einmal darum kümmern, dass da ein Bademeister herkommt. Mhm. Beim Schneider Pillatz ist alles schon geregelt. Der hat einen weißen Stoff hat er besorgt und bei Gelegenheit Kinder zum Maßnehmer vorbei. Wieso einen weißen Stoff? Und wieso kommt der nachher bei mir vorbei zum Maßnehmer? Weil sich der Bademeister natürlich von den anderen Leuten unterscheiden muss. Drum so ein weißer Anzug, ne? Damit man gleich erkennt. Ja, zu dir kommt er natürlich, weil dir die Heilbäder kehren. Und wer meinst denn nachher, du, wer die Sache nachher da ziehen soll? Ich hab, mir fällt da nämlich überhaupt gar kein ein. Ich hätte da auf die spekuliert. Ja, das kannst du dir vorstellen, gell? Und der Martel, wie war's mit dem? Aber da meine ich, da wird's leiser. Wenn sich der schon so mit ihrer Haume steht, dann kann man sich das nicht vorstellen, dass der mit einem weißen Anzug umeinander flaniert. Obwohl, schwimmen kann er wie ein Fisch, hat er gesagt. Na, fliegst du das? Ja, dann passt's ja. Und wer soll ihm das noch beibringen, ha? Ja. Nein. Ich mach das nicht. Nein. Hast du ihm jetzt du was zum Anschaffen? Bist du sein Chef oder bist du auch nicht? Na, freilich bin ich sein Chef, aber ich hab für sowas überhaupt gar keine Zeit. Und dann weißt du schon besser, wann du mit ihm rindest, gell? Weil angefangen hast ja du auch mit der Sache, nicht? Ja. Bleibt wieder alles an mir hängen. Ja, sag mal! Also von mir aus, dann red ich mit ihm, wenn du unbedingt meinst. Aber wo ist er denn eigentlich? Wo wird er denn schon sein? Am Bahnhof ist er da, wie das Gepäck von den Berliner holen. Siehst du das? Geht doch! Ja. Und das Fremdenbierchen, was ist jetzt mit dem? Geht da noch mal was weiter? Ja, Rezi, wo bleibt denn? Ja, ich bin ja schon da. Hoi, die Brotzeit. Wenn ich die Fetzen erst zusammensuchen haben müssen, ja. Da hast du das. Ja, sag mal, spinnst denn hier? Ja,
Da kennen Sie doch keine Sau aus. Wie soll jetzt ich da eine Statistik führen? Bei so einem Saustall, hä? Wie so ein Saustall? Wir können das lesen. Ja. Na, da halt einmal. Nein! Voll Teufel! Corbinian Wildberger, Ökonom, Januar 924. Wann soll das gewesen sein? 924? Ja, glaubst jetzt du vielleicht, ich kann nicht lesen, ha? Da steht's. Ökonom, Januar 924. Okay, das war ja schon vor 1000 Jahren gewesen. Ja. Da ist ja noch ein Stickel von einem Schweinsbrot. Ja, das haben wir gleich. Warte mal. Da! Oha, oha. Da geh her. Na, voll Teufel! Also. Ja, jetzt stimmt's schon, Herr Ökonom. 1924, muss das heißen. Na, also, da brauche ich jetzt aber wirklich nichts mehr dazu sagen, oder? Nein. Also, Fräsi, wenn du schon meint, dann gehst du nachher in den Kramers ein Ladl ab und holst dir so ein Bierchen. Ja, ja. Aber davor bringst du das Gemüse noch der Seife hinein und riechst den Gartentisch sauber her, gell? Ich? Aber warum jetzt akkurat ich? Weil ich dir das sag, ja. Ja, ist ja schon recht. Ah, also, geht doch, nicht? Ja, Hebi, Herrschaft, Kreislauter, wieder und Überland. Wie haben wir da so viel Klump haben können? Ah, sie ist ja nicht zum Klang. Ja, also, ich hab jetzt überhaupt keine Zeit mehr, gell? Und darf ich ja nicht vergessen. Ja, 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 drück dich du nur wieder, du Feigling, du ganz. Siehst du, das Mädchen ist doch gar nicht so schlimm, das bisschen zeigt. Du wirst sehen, Mattel, du kriegst von deinen Herrschaften gewiss ein schönes Trinkgeld. Sag einmal, hörst du überhaupt zu? Ja, freilich hör ich dazu. Ich hab gehört, du kannst recht gut schwimmen. Ja, wie ein Fisch, Blödinger, wie ein Fisch. Dann Helig, was kannst du schätzen für dich in die neuen Heilbäder? Ja, wenn das von dir kommt, dann wird's schon recht sein. Ja, also ganz gewiss, weil du machst bestimmt eine gute Figur als Bademeister mit so einem weißen Gewandel. Hm? Ja, und mit einem Schwimmreifen am Bauch um den Haar. Ja, Frank, wenn du das möchtest, ja, selbstverständlich gern, jederzeit. Ich hätte mir das gar nicht zum Fragen traut. Ja, das denke ich mir. Aber ich mag nicht. Das war mal! Aber das ist für deine Idee mit dem Bademeister. Natter, damit ihr am Sommer hältst. Bist denn du? Was sag ich denn jetzt dann aus? Ja, wie ein Badegast. Ja, du rümpfig, du Sautumst. Aber die Sorge der Mertel. Das hast du mir nicht umsonst gemacht. Ja, aber du kannst mir ja ein Maß Bier dafür zahlen. Da hab ich nicht umsonst gemacht. Rutsch mir doch du am Buckel runter. Mertl, jetzt wird's langsam gefährlich. Immer neue Ideen haben die Kiespinte. Oh. Da muss was geschehen. Ja, ich muss unsere Gäste so verrückt machen, dass sie gern wieder fahren und nie mehr wiederkommen. Dann hab ich wieder meine Ruhe. Aber ganz geschickt muss ich das anstellen, dass keiner draufkommt. Ha? Und dafür werde ich mich ändern. Ihr werdet euch nur umschauen. So, jetzt haben wir's. Jetzt schreibt mir die Mei, dass nur eine Woche länger bei einer Schwester bleibt. Ja, was tue ich denn jetzt? Ohne meine Frau bin ich ja direkt aufgeschmissen. So, Blindinger, auf geht's. Ich hab den besten Stoff und das Feinste durchgesorgt, dass du was gleich schaust. Ja, zieh dich nur gleich aus, dass wir mit dem Anprobieren anfangen können. Nein, Pilat, so habe ich das mit Natra nicht ausgebracht. Der wollte doch mit Mädlerin. Ja, du warte schon. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig müsste man sein. Mädel! Hallo, Mädel! Hast du Zeit?
kommst du mal? Komm schon, was halt da? Komm schon! Hast du Arbeit für mich? Soll ich auf Bankhof halten? Soll ich einen Hof zusammenkehren? Dann schafft man auch, was du magst. Ein Wunder. Heilige Mutter Gottes, ein Wunder ist geschehen. Schnell, Schneider, schnell, lauf zu meinem Pfarrer. Spürst du jetzt? Ich glaube, du brauchst einen Doktor, nicht einen Herrn Pfarrer. Ja, hast du denn das nicht gesehen? Der Martel kann auf einmal rennen wie ein Junge. Und nach einer Arbeit fragt er, das hat er ja noch nie da. Das klingt ja so seltsam und fremd an ihm. Ja, mein Post heute, halt, ich bin halt in mich gegangen, gell? Und hab zu mir gesagt, Martel, hab ich gesagt, du musst dich ändern, musst dich anpassen, darfst den Zug der Zeit nicht versäumen. Also, Post heute, halt, was schaffst du? Ja, zwingst du immer. Anprobieren war ich da, Martel. Weißt schon, der Anzug für den Bademeister. Ja, freilich, Pilas, freilich. Soll ich mich ausziehen? Nein, bist denn du narrisch? Wir haben doch Gäste im Haus, die wenn die so sehen, die trifft ja der Schlag. Na, was wächst du vielleicht schon, dass ich ein grausiger Kerl bin? So ohne Hosen hemmert und ohne Joppen, he? Nein, so wie Gott mich geschaffen hat. Nein, das ist nicht, aber du kannst. Ja, also, dann. Ja, hörst jetzt auf. Ja, wer halt auf. Alter, sau dir. Warten Sie! Frau Stasi! Oh, haben Sie einen Schmei? Was ist denn hier los? Oh. Na nun, nehmen Sie mal, ich hole Ihnen einen Finger von mir an, jetzt rauchen Sie Färbel Sie! Oh, Justus, ich bin sprachlos! Ah! Oh. Was hast du gesagt, Olli? Du bist sprachlos? Das ändert die Sachlage natürlich von hier und da. Haben Sie nicht noch so ein Pulver, so ein Wundermittel? Das ist ja Gold wert. Was für ein Pulver? Ah, Sie meinen den Schmeid? Den können Sie so haben, da brauche ich kein Gold. Der ist nämlich von der Haslauer Rosina und die Haslauer Rosina. Ich verstehe, guter Mann, ich verstehe. Sie, Herr Stasi, was machen wir denn jetzt mit dem da? Bei einer Frau. Ach so, wenn Sie vielleicht so nett wären, also ich meine, wenn Sie die Jüte hätten, dass Sie und der andere Herr hier mit Ollikin zu Bette bringen, ich hätte mit dem Herrn Martel noch was zu bereden. Ja, ich weiß nicht, also Zeit hätte jetzt da eigentlich gar keine, aber wenn es morgen geht, weiter Pilat Paco. Ja, also gut, wenn es meinst, Binninger. Martel, lauf mir nicht davor, ich bin gleich wieder da, gell? Also Vorsicht! Und auf! Oh, ui, ja, das ist so super. Ja, jetzt komm, Vorsicht, Türstock hinten, ich pass auf! So, guter Mann, jetzt reden wir mal Fraktur. Was reden wir? Klartext, mein ich. Sie sind doch das Urbild bayerischer Kultur. Urwüchsig, stark, männlich und muskulös. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass ihr so ausschaut. Was ich meine, das mit dem Pulver ist phänomenal. Haben Sie denn davon noch mehr auf Lager? Zum Beispiel, was mit den Sitten und Bräuchen des Bajowanenlandes zu tun hat? Ja, freilich, aber Ausländer dürfen das eigentlich gar nicht wissen, weil es unter Umständen sehr gefährlich ist. Was soll ich sagen? Wissen Sie, jeder Mann wird doch im Laufe der Zeit älter und da gibt es doch noch so eine gewisse Sache. Sie verstehen? Nein, verstehe überhaupt nichts. Na ja, bestimmte Kräfte sind nicht mehr so vorhanden wie bei den Jüngeren. Schwinden einfach. Ah, jetzt habe ich einen. Sie meinen? Ja, genau, das meine ich. Ja, freilich, da gab es schon was, aber wie gesagt, bei Ausländern, da kann es schon sein. Aber Jutta, Mann, ich gehöre doch nur schon fast zur Familie. Da können Sie doch mal eine Ausnahme machen. Ich würde mir auch erkenntlich sein. Wann? Was wann? Ja, wann daten Sie einer den erkenntlich zeigen? Verstehe also gleich. Hier, bitteschön. Ja, wenn Sie schon fast zur Familie kehren, also passen Sie auf. Da gibt's ein Viech. Was gibt es? Nein, Viech, ein Tier halt. Aber das ist sehr schwer zum Fangen, weil das ist eine Mischung aus verschiedenen Türen. Und das Tür, das hat Härndeln. Was hat das? Ja, Härndeln hat es. Mei, mit dir nicht viel schwer zu reden. Ein Geweih hat es halt, gell? Und das Geweih, wenn man zerreibt,
und das Pulver dann einnimmt, dann. Ja, dann, das, Sie verstehen schon, gell? Aber wie gesagt, das Tier zum Fangen, das ist sehr, sehr gefährlich. Obwohl, heute war eine gute Idee. Heute, da kommt's nämlich ganz nah ans Haus her, versteckt sie da hinter dem Busch und pfeift ganz greislich. Na, das ist doch günstig, den können wir doch gleich fangen. Ja, nein, nein, da gibt's nur ein Problem, das Viech, das riecht nämlich, ob einer von da ist oder nicht, und dann haut's gleich ab, gell? Ja. Halt einmal, ich habe noch eine alte Lederhosen und einen alten Hut, das ziehen sie an. Und dann meint das Tier, sie sind von da, von hier. Und dann läuft es nicht weg. Ausgezeichnet, guter Mann. Ausgezeichnet. Na, dann gehen sie jetzt einmal rein ins Haus zu einer Frau. Gesundheit, und ich sorge ihnen die Sachen, gell, und bring sie ihnen dann. Ja, aber, und nichts so, das Tier. Und das darf nämlich keiner wissen, dass wir das Tier fangen wollen, gell? Selbstredend, Herr Martel, selbstredend. Ach, du bist dann. Ja. So ein Ausländer ist doch ein gefundenes Fressen. Ob er das ernst gemeint hat? Kräftig und stark, urwüchsig und muskulös. Ja, eigentlich hat er ja recht, wenn ich mir so anschaue. So, Martel, auf geht's. Ja, steh dich nach aufs Podestl. Ja, muss das wirklich sein, Schneider? Na, freilich, das hast du vorher selber gesagt. Also, Bako, auf, 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 auf. Also, wenn es unbedingt sein muss, du. Vergiss aber nicht, dass ich kitzlig bin, gell? Pass auf. Ja, ja, ist schon recht, Martel. Also, auf geht's. Arm auf. So, da la. Ja, halt die Stadt. Halt die Stadt. Und stell dich grad hin, stell dich grad hin, Martel. Komm, sag einmal, du, wir sollten da das richtige Maß feststellen. Bedenk fein, dass ich urwüchsig und stark bin, gell? Konstruig ein paar Zentimeter dazu da. Was bist du? Urwüchsig und stark? Hm? Das müsst ihr dich aber schon sehen. Ja, verrückt. Ja, was steht denn da für ein Hosendreh drin? Ich glaube, ich spring. Steffi! Ja, was ist? Schnell, komm raus! Der Martel als Vogelschein! Also. Steffi! Nein, jetzt kommt schon, Schneider, jetzt ist er Ruhe. Halt, da bleibst du, ich bin noch nicht. Nein, nein, jetzt geht's lang schon. Mach doch nicht ganz den Hanswurst. Da gibt's ja nichts mehr zum Kaufen, gell? Dummes Kittel, voll dumms. Pui, Dalfi! Saubier! Ja, was lachst denn du da so saudum? Sag einmal, das ist doch ganz normal. Was? Was, das ist ganz normal? Wenn der Martel am helllichten Tag in der Unterhose da im Garten heraussteht. Ja, mei. Dann könnte ja ich auch im Unterrock bedienen, wenn das ganz normal ist. Ja, um Gottes Willen! Lass du ja dein Gewand da. Obwohl. Bei dir, da war das wurscht. Ob nur im Kleidl oder im Unterrock bedienst. Schaut so, da so keiner hin. Völlig wurscht war das bei dir. Habe die Ehre. Ja, wir haben jetzt gleich das gelernt, ha? Hey, Schneider! Schneider, warte mal! Wie hast denn du das gemeint? Ah, ist er schon weg? Aber die frage ich noch, wer der das gemeint hat. Ariad, Ariad! Oh, jetzt, das nicht eh schon wieder. Die arme Mutti! Barbarenhausen hier! Jawohl, Barbaren! Obwohl, so ein Naturbursche. Ja, wem haben wir den da? Sakratiti Amsländische. So ein saures Geschmäckel. Grüß Gott, Fräulein. Ja, Ariad, ein Barbar. Du bist ja ein nudelsaures Madel. Nudelsauer, sag ich. Ja, Ariad, nur tut's da mich auch noch. Sie dürfen nicht keck sein zu mir, das würde meine Mutti nicht gut finden. Na, geh weiter, sag einfach, sag mal zu mir, du Boschel, du sauberst du. Aber das geht doch nicht. Ach, Jotariat. Ja, und wie leicht das geht, Sakrati, das hätte mir jetzt auch nicht gedacht, dass im Ausländischen sowas sauberst erwachst. He? Aber Herr Zahnball, wie Sie reden, so direkt, wenn das Mutti will,
Schwester. Die Mutti, die braucht ja das nicht erfahren, das ist nicht gut. Nein. Wenn die Mutti alles weiß, ist das gar nicht gut. Halt! Was hast denn du da an der Backen? Bleib stehen, dass es der Weg durchkommt. Du fasst mich an! Das ist angenehm! Ja, schau, okay, auf der anderen Seite hast du ja auch noch was. Jetzt fasst er mich an der anderen Seite auch noch an. Ja, okay, weiter, mein Geschmackerl, sitzt du ein bisschen hier, gell? Weil wir zwei, wir gehen heute auf die Nacht spazieren. Aber das geht doch nicht. Hä? Ich bin anständig, Mädchen. Und Mutti? Ja, die Mutti. Jetzt lass mal die Mutti aus dem Spiel, gell? Ich hol die heute auf Nacht um 10 Uhr ab. Wart's da am Zahn? Aber. Sag einfach, ja, da wirst du es nicht bereit und geschmeckt. Oh! Das sauer's. Ach, ja, doch, ja. Vielleicht. Also um 10. Du Barbar, du Bayerischer! Ja. Sauber, du Tüfte, reicht ein guter Hund! Ich hätte mir jetzt auch nicht gedacht, dass das so einfach und vor allem so schnell geht. Das ist aber kein Wunder bei meinem Ausschauen. Ja, also ich habe mit Ihrem Chef schon gesprochen. Es geht um Ihren Schwarzen, um Ihren Handgaul. Ja, warum? Was ist denn mit dem? Na ja, also in meiner Militärzeit war ich bei der Kavallerie. Und wie ich da die Rösser gesehen habe, ist in mir der Wunsch wach geworden, wieder mal zum Reiten. Wie gesagt, ich habe mit Ihrem Chef schon gesprochen, der hätte nichts dagegen. Und da Sie ja die Rösser versorgen und scheinbar auch bei der Kavallerie waren. Na ja, aber das geht doch nicht. Der Schwarze, Der ist freundlich. Das ist ein bravs und handsames Russ, gut für einen gemütlichen Ausritter. Und wenn Sie bei der Kavallerie waren. Na ja, also ich will ja nicht aufschneiden, aber ich war vielmehr, ich bin ein ausgezeichneter Reiter. Brauchst keine Angst haben um einen Pferdl. Ich hab noch jeden Gaul geschafft. Ja, ums Pferdl hab ich auch keine Angst, aber wenn Sie, da wirst du umschauen, du. Ja, wann? War es Ihnen denn genehm, Mann? Darf ich dir den Schwarzen aufsatteln? Ja, am liebsten gleich. Ich zieh mich gerade noch um, es dauert gerade ein paar Minuten. Ja, ist recht. Dann wünsche ich Ihnen recht viel Vergnügen mit dem Schwarzen. Was hab ich da gerade gehört? Was hast du da gerade gemeint mit recht viel Vergnügen und dem Schwarzen? Ja, der Herr Fremdenverkehrsvorsitzende, welche Ehre, dass du da mal wieder kommst. Geh, du hast doch keine Ahnung, um was mich ich alles kümmern muss. Wir sind ja jetzt nicht bloß bei euch, die Fremden sind ja jetzt überall. Also, was hast du gemeint mit dem Schwarzen und viel Vergnügen? Ja, also, ich hab nichts gemeint, aber der Dirl hat gemeint. Was sagst du jetzt bitte nicht, dass der vorhat, was mir ich grad denk? Ja, was da du denkst, das weiß ich nicht, aber er hat halt unbedingt darauf bestanden, dass er den Schwarzen reiten will, weil er ja weit und breit der beste Reiter ist und weil er bei der Kavallerie war. Bist jetzt du ganz und gar narrisch geworden, hä? Ich weiß haargenau, dass der Schwarze nicht handsam ist. Ja, der macht da mit dem, was er will. So. Martel, du gehst jetzt sofort zum Herrn Dirl und sagst ihm, dass das nicht geht, dass er sich die Reiterei aus dem Kopf schlagen muss. Ja, aber das hab ich ihm doch gesagt. Ganz deutlich habe ich ihm gesagt, dass der Schwarze nicht zum Reiten geht und dass der nur auf mich hört. Aber er will ja partout beweisen, wie gut er ist. Also, du magst nicht. Nein. Gut, Leninger. Leninger, geh mal raus! Was blärst denn schon wieder so? Ich hab keine Zeit mehr. Also, ich möchte mal wissen, warum du nie Zeit hast. He? Also, weißt du eigentlich, was deine Dernsboden alles treibt? Weißt du, was der Martel mit dem Herrn Dirl ausgemacht hat? Der möchte ihm den Schwarzen geben. Zum Reiten. Mein Freund, zum Reiten ins Bett kannst du gar nicht mit ihm. Red doch nicht so saudumm daher, also. Was, Alter, was sagst du dazu? Ja, ich weiß bloß das eine, dass mich der Herr Dirl gefragt hat, wegen dem Ausritt, und ich hab gesagt, ich soll mit dem Martel drüber reden. Mehr weiß ich gar nicht. Was, Alter, das eine, das sag ich dir.
irgendetwas mal passiert, wenn der Schwarze dem auch nur ein Haar krümmelt, wenn der Herr Dirl von dem Gaulgott erpatzt wird, dann... Ja, ich sag's ja meinem Schwarzen, dass er den Dirl nicht auffressen soll. Ohne sagst du dem Schwarzen, das wird bloß wieder ein rechter Kass werden. Ja, du gehst zu mir Dirl und bringst ihn davon ab, dass er reiten möchte. Und vielleicht war's doch gescheiter, wenn's nur mit dem Rinders. Weißt schon, zwecks der Gefahr und so. Ja, aber das hab ich doch. Ich hab ein Gerät wie ein Buch, aber er hat nicht gehört auf mich. Herr Mattel, alles fertig? Herr Dirl! Das mit dem Schwarzen, das geht nicht, Sie können den nicht reiten. Hä? Und warum denn nicht, wenn ich fragen darf? Ja, weil das ein ganz ein wilder Gaul ist und weil man da ein sehr erfahrener Reiter sein muss und weil das einfach nicht geht. So, Sie glauben also, dass ich nicht erfahren genug bin, den Schwarzen zu reiten. Ich will ja noch mal was sagen. Ich bin schon geritten, da haben Sie noch gar nicht gewusst, wie ein Pferd überhaupt ausschaut. Und warum meinen Sie denn, dass ich Oberinspektor geworden bin? Weil ich nicht aufgebe. Nee. Und vor so einem Ross schon gleich da nicht aufgebe, das wäre noch das Schönere. Kommen Sie, Herr Mantel, packen wir Sie, kommt schon gar nicht mehr da warten. Herr Till, bitte, ich bitte, dann lassen Sie das bleiben. Nein, und dabei bleibt's. Ich bin dabei schon hinten im Stall. Kann ja nicht jeder so ein Angsthase sein, wie Sie. Also, Herr Till, ich übernehme keine Verantwortung, haben Sie gehört? Keine Verantwortung! Das hab ich alles bloß dir zum Verdanken, du Bazi, du Nixiger! Hey, 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 Natterer, hey, hey! Du wolltest doch immer, dass man die Leute was bieten, und jetzt bist du auch nicht zufrieden. Na eben, und wenn er unbedingt wollt, dann können wir doch gar nichts machen. Jetzt muss ich wieder weiter. Wir haben schließlich keine Zeit mehr, den ganzen Tag für so einen Schmarrn da. Ach, der schafft jetzt nur wieder alles Vieh auf mich abwälzen. Dann muss er auf dich abwälzen, du. Das geht dir ja mit dem Schwarzen, das geht dir ja gar nicht so. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, hast du nicht, was für Lasten auf mir lasten. Das sag ich der Bartel. Das hast du mir nicht umsonst gemacht. Na ja, das hast du auch schon mal gesagt. Bis jetzt hast du nichts gezahlt. Resi, komm mal raus. Bring 20 Meter Verband, etwas zum Desinfizieren, eine große Nadel und einen ganz starken Vorteil. Da bring ich überhaupt das ganze Verbandszeug. Ja, gespannt bin ich schon, wie das alles aussieht. Da hast du es. Was tust du damit? Ja, erst einmal nichts, das brauche ich dann später, weil der Tier, der möchte den Schwarzen reiten. Ach so. Na. Was denn? Ich? Nix. Was gemeint? Ah, woher denn? Ich doch nicht. Na, ich weiß es schon wert. Ich hab da doch nichts da. Okay, ich red doch auch nichts von dir. Mannsbilder überhaupt. Ach. Ist eins schlechter wie das andere. So. Hat's was gehabt? Ach, was frag ich überhaupt noch? Ich brauch überhaupt kein Mannsbild mehr. Und schon gleich gar nicht den Gesaffel, den lumpt den ganz schlecht. Das sind eure Weibergeschichten. Ja, Weibergeschichten. So schön hätt's werden können. Der Gesaffel, der hat ja schon fast Ja gesagt. Aber nein, da kommt die ausländische Bohnenstange da daher, da die ganz miserable geht. Dann sagt sie ein paar Mal, ach ja. Und schon schmutzt er dahin. Ja, woher möchtest du das wissen? Ich hab's doch vorher ganz deutlich gesehen, wie ich da am Fenster gestanden bin. So ein gemeiner Mensch, so ein gemeiner. Aber von mir aus läuft der Dörer heute ein Loch. Ich frag nichts mehr drum. Aber zu mir braucht der nicht mehr kommen, gell? Der kann bitten und betteln. Jetzt ist aus, bevor es überhaupt angefangen hat. Ja, da hat er aber Glück gehabt, der Gesaffel. Wie meinst du? Dass er aus ist, bevor es angefangen hat. Wie meinst du das? So, wie ich es gesagt habe. Ach so. Ah, dann ist schon gut. Ich habe jetzt schon gemeint, du hast das anders gemeint, gell? So, jetzt gehen wir zu der Seffi rein. Ja. Und die versteht noch wenigstens. Seffi! Ach, Herr Marc, was ist denn los? Wo bleibst du denn? Ich möchte endlich ausreiten. Ja, ich komme ja schon. Oh, da werden sie sauber bringen. Der sitzt keine 10 Sekunden auf dem Klaus. Na, fliegt er. Da, sauber hergerichtet ist alles. Dass ich nachher gleich wieder Hand habe, weil da kommt es jetzt auf jede Sekunde an. Nein. Ihr lasst das mit dem schwarzen Chor. Das gibt eine Katastrophe. Bleninger! Der ist nicht da, der ist zum Hauser Franz über.
Ja, so ist recht. Wenn man wenn man braucht einen Posthalter, dann ist er nicht da. Halt, Xaver, da bleibst. Ah! Gottes Willen! Ah! Ist schon passiert? Ich hab's ja gewusst. Das hab ich alles bloß dem Mörtel zu verdanken mit diesem Lumpen. Auf Leiter, auf Leiter! Ein Unfall! Jesus, Mario! Jetzt ist er bewusstlos. Ja. Xaver, schnell, hol einen Bader. Nein, hol einen Gendarm und dann einen Bader. Um Gottes Willen, nein, hol einen Pfarrer. Heilige Maria, bitte. Hey, pass auf. Warte bitte. Ja, da ist er hier. Hol einen Apotheker und einen Lehrer und am schnellsten holst du alle. Das ist ja gar nicht mehr da. Halt, meine Herren. Ich brauche niemanden. Mir geht's gut. Der kleine Unfall, der hat gar nichts zu sagen. Der Unfall, nennen Sie das. Aber der Schwarze hat einen da im hohen Bogen runter. Hey, bist denn du leid? Das war ja natürlich lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Und drum hol ich einen Gendarm. Was? Ein Gendarm. Du kehrst doch, Expert kehrst doch, du. Aber, meine Herren, machst du nicht so einen Wind wegen der Sache. Ich hab noch an jeden Gaul besiegt und werd auch diesen schaffen. Gern's mir bloß ein bisschen Jod auf die kleine Schramme drauf und einen Verband rum. Dann schlafe ich ein bisschen und dann packen wir's wieder an. Das weiß ich. Sie wollen also keine Strafanzeige erstatten wegen diesem Mordanschlag? Ich an Ihrer Stelle, ich darf ja sofort abreisen und nie mehr wiederkommen und überall darf ich das rum erzählen. Sie sind aber nicht an meiner Stelle. Tern Sie mir endlich ein Jod drauf und ein Verband rum. Ja, also, das gibt's ja nicht, dass einer das nichts ausmacht. Ich an Ihrer Stelle. Ja, du bist aber nicht an seiner Stelle. Hast das doch gehört jetzt? Mach endlich, was der Herr Dürrl sagt. Ja, wenn's meinste. Was willst du denn mit dem Strickzeug da? Na, die Wunden, die muss doch genäht werden. Ja, da spitzt denn du! Ja, also so weit geht die Liebe nicht, dass ich mich von einer zunehmen lasse. Jod und ein Verband, das klingt leicht. Wenn's morgen dann. Ah! Das passt schon. Verbinden werden Sie mich dann drin. Ja. Jetzt fahren Sie mir ins Haus rein und tragen Sie mich auf mein Zimmer auf. Was, aufs Zimmer auf? Ja. Das schartet ja in Arbeit aus. Geh weiter, natürlich hilft mir einer mit da. Wir müssen hinterher fahren, weil vorn kommen wir mit dem Karren nicht rein. Das kannst du dir vorstellen, dass ich dir helfe. Hast du mich vorher auch nicht gebracht? Jetzt kriegst du einen Schießstart. Allein auf. Weil ich geh jetzt heim. Jetzt habt ihr mal keine Zeit. Habe die Ehre. Das ist ja alles ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Aber das mit dem Ausländer, das muss ich haben. Sonst bin ich verloren. Ach Jott, ach Jott, ich hätte beinahe nicht kommen können. Das ordinäre Mädchen hätte mich fast gesehen und. Ach, ich weiß auch ja nicht. Was will denn die alte Grampfine, ha? Sie kann sich eben nicht anständig benehmen. Das habe ich schon am ersten Tag gesehen. Und nun ist sie ganz unausstehlich geworden, spioniert überall im Haus rum. Ach Jott, wenn sie mich gesehen hätte. Vielleicht hast du ihr was Nettes gesagt und nur ist sie eifersüchtig? Ja, gar nicht. Ja, vielleicht hast du ihr... Nichts hab ich, wenn es dir doch sagt. Ach, Jott, ach, Jott. Du hast mich geküsst. Freilich. Du musst mir jeden Tag eine Postkarte schicken. Jeden Tag? Also gut, aber... Gehen wir ein bisschen weg vom Haus, nicht das noch einer kommt. Ach Jott, in die Dunkelheit? Aber ich bin noch ein anständiges Mädchen. Du darfst nicht denken, dass ich bin wie die Mädchen hier.
Die sind nämlich ungebildet. Nein, das Ding ist schon nicht, aber jetzt geh weiter, jetzt geh mit. Aber du darfst mich nicht mit den Mädchen hier verwechseln. Ach Jott, wenn das Mutti wüsste. Die Mutti, ich verwechsel die schon nicht, aber jetzt geh weiter, geh mit, das brisiert doch. Aber die Mädchen hier sind ja so leichtsinnig, die denken sich ja nicht dabei, wenn sie in die Schande kommen. Ach Jott, wenn ich da an die Lotte Müller denke, die hat ein Kind gekriegt. Xaver? Ja. Wenn ich nur auch ein Kind kriege? Was kriegst du? Aber du hast mich doch geküsst, Xaver! Freilich, die schon, aber vom Kinderkriegen sind wir zwar noch weit davon entfernt. Aber jetzt geh mit! Xaver! Jetzt zeig ich noch was. Nur reden, wenn's ich einer sag. Haben Sie verstanden? Mhm. Also, passen Sie auf. Ich treibe einer jetzt das Tier da ins Gebüsch, gell? Und Sie müssen sie auf den Bauch legen und ihren Allerwertesten ganz weit in die Höhe strecken, damit das Tier die Lederhosen sieht und riecht und weiß, dass sie von da sind, gell? Und dann läuft sie mir nicht mehr davon. Ja, und dann müssen sie auf das Gebüsch zukriechen und piep, piep, piep schreit er. Und dann, wenn sie dort sind, blitzschnell zuschlagen, weil sonst ist um einer geschenkt. Dann kann einer keiner mehr helfen. Ja, probieren Sie das einmal. Hinlegen. Auf damit. Ja, nicht so schlaf. So, und jetzt den Lockruf. Piep, piep, piep. Oh, und jetzt bleiben Sie so. Und da nehmen Sie das Netz an. So, ich gehe jetzt da hinten. Und lock das Tür an! Au! Da hat es verdrescht! Au! So, wer sind denn da lauter Wahnsinnige? Was machst du hier? Und wie siehst du aus? Ich triff der Schlag. Stine! Was machst du denn hier und wie siehst du denn aus? Und wer ist dieser Mann? Und vor allem, wo ist der Tür? Was denn für eine Tür? Oh, das verstehst du nicht, Kind. Also, wer ist dieser Mann und was hast du mit dem im Gebüsch zu tun? Aber Vati, du weißt doch, die pickligen Gesichter bei uns und... Hier, kiek mal, der Xaver, was für eine Kraft, was für eine Urgewalt. Ach, so hintergehst du mich. Und oder schon mit der Weib, was tust denn du mit der da im Gebüsch, ha? So was mit mein Freund sein. Ja, du hast alles kaputt gemacht, alles, was ich schon mühsam aufgebaut hab. Ja, was werden wir denn schon mit den jungen Xaver Nadel im Gebüsch machen? Du weißt es halt nicht mehr, weil es bei dir schon so lang her ist. Ruhe dir mal, meine Kleine. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Geh schon mal auf unser Zimmer und ich komm dann gleich nach. Ja, dann ist es ja gut, Justus. Stine! Vati? Wir machen das jetzt mal wie die drei berühmten Affen. Nicht sehen? Nicht hören, nicht sagen. Ja, Vati. Und wir beide, Herr Xaver, wir unterhalten uns denn morgen, ne? Ach Jott, Vati, ich bin ja so glücklich. Ja, also, Lohe, wir hätten jetzt auch am Regie, gell? Guten Abend, mein Hans. Das hat ja nur wohl nicht so ganz so hingehauen, wie wir das wollten, was, Herr Marschall? Ja, das kann man wohl sagen. Und dann das mit Ihrer Tochter und dem Schafer, das ist ja fürchterlich. In so einem Ort kann man ja nicht in die Sommerfrische gehen, wo so gefährliche Burschen sind. Also, ich an Ihrer Stelle darf sofort abreißen, nicht, dass Ihrer Tochter noch in die Schande kommt, gell? Und alle Bekannten darf ich das Malheur verzeihen. Aber warum denn, Herr Martel? Ich bin doch froh, dass sich Stine nun endlich mal von der menschlichen Seite gezeigt hat. Ich hab ja schon fast an ihrer Weiblichkeit gezweifelt. Und das hab ich Ihnen zu verdanken. Ich wusste ja, dass die frische Luft und die wunderschöne Umgebung nur gut tun kann. Und genau das werde ich meinen ganzen Bekannten erzählen.
Ja, aber das mit dem Viech und Ihnen, das hat ja nicht geklappt. Na und, dann nehmen wir den nächsten Sommerfrische. So, und nu, gute Nacht, Herr Martel, und nochmal recht, recht herzlichen Dank. Ja, ich bin ja schon auf Kreislautern. Nein, ich finde mal, das ist alles ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Die Sommerfrischler wollen ja alle wiederkommen. Die ganze Arbeit umsonst, im Gegenteil, das hat ihnen sogar noch gefallen. Und ich muss mei aufreißen, dass ich jede Arbeit annehme. Ja, ich sehe schon gekommen, dass ich mit dem blöden Anzug und dieser blöden Kappen umeinander reden muss. Gibt's ja gar nicht, Pläninger. Die kann ich ja gar nicht glauben. Wie ist das so, Katerer? Die Leute die sind so begeistert, die haben sogar schon fürs nächste Jahr reserviert. Wohl weißt du, was das Allerhöchste ist? Am meisten sind sie vom Martel begeistert. Der hat sich aber auch geändert, das muss ich dir sagen. Der Schneider, der will auch gleich da sein, mitfahren muss der Anzug. Ja. Der lieber Nachtreis geht aufwärts. Und ich habe einen Martel und seine Mützen mitgebracht, die kann er dann auch gleich aufsitzen. Ja. So, Pläninger, bin schon da. Ja. Wo ist er denn der Martel? Da warte, ich schreie. Martel, komm raus, wir haben eine Überraschung für dich. Was musst du, was dir jetzt für angemacht wird? Ja. Was ist denn, Postwetter? Martel, endlich ist es soweit. So lange hast du warten müssen. Aber jetzt, geh weiter, Piller, das Backen aus. Da schau her, Martel. Schön ist er geworden. Und wenn du mal jemand retten muss, dann schmeißt er ihm den Rettungsring hin. Ich hab da auch gleich was mitgebracht, weil du dich schon beschwert hast, dass du von mir noch nichts gekriegt hast. Da, die Kappen, die schenke ich dir. Brauchst mir gar nichts geben dafür. Und ich hab die größte Überraschung für dich. Morgen kommen 10 neue Gäste. Dann kannst du mit deinem neuen Bademeisteranzug und mit deinem Plätschari auf dem Kopf drum gleich am Bahnhof runtergehen und kannst dir mal so richtig ausarbeiten. Na, was sagst du zu den freudigen Nachrichten? Gar nichts. Nur, dass ich morgen nach München fahre. In Sommerfrischen.